So, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen hier zum 24-Stunden-Rennen. Ich nehme gerade live auf und wir sind hier gerade bei einem Restart. Das wieso, weshalb, warum, werde ich euch gleich erzählen. Wir haben 4 Stunden inzwischen hinter uns gebracht, 88 Runden sind gefahren und das Rennen wird gleich wieder freigegeben. Marc Schulz sitzt da gerade am Steuer übrigens. Go! So, jetzt geht's los hier. Gucken wir mal zu, wie sich Marc Schulz hier schlägt. Von der 17. und letzten Position aus geht er hier in das Rennen. Nenad Ulip geht da vom Gas. Will scheinbar keinen behindern. Da geht ein Z4 quer übers Gras. Meine Fresse und Dreher, Ausgang Eau Rouge. Jetzt mit Unfall und da ist auch jemand in Marc Schulz reingerutscht. Und da vorne hat noch einer einen Reifenschaden. Also das war ein turbulenter Start. Da ging der erste Start weitaus besser. Aber naja, sowas gehört zum Motorsport dazu. Marc Schulz müsste jetzt hier auf der 14. Position liegen, wenn ich das richtig mitgerechnet habe. Das sehen wir leider jetzt hier nicht. Aber hat sich da ganz gut geschlagen. Hoffentlich ist nicht mehr kaputt gegangen am Fahrzeug. Durch diesen Dreher des Ferraris, der da glaube ich auch bloß in den Unfall reingeraten ist. So, sein Gegner jetzt ist Nenad Ulip. Das ist der Sechspump Porsche hier direkt vor uns. Ja, warum gab es jetzt einen Server Restart? Das ist relativ einfach. Es kam jemand auf den Server, hat ein Mismatch verursacht und somit sind einige Sachen verschwunden gegangen. Man hat den Server jetzt auf Runde 88 zurückgesetzt. Wir haben 4 Stunden bereits hinter uns. Und ja, ich bin die ersten 2 Stunden gefahren. Marc, die letzten zwei, muss jetzt leider noch durch den Restart eine Stunde hinten ranhängen. Aber macht bisher einen super Job. Hat die Eigenschaft, sehr reifenschonend zum Beispiel zu fahren. Und wird jetzt hier Nenad Ulip im Sechsbomb Porsche angreifen. Hier geht ein bisschen im Blanchiment von Gas, nicht so viel Risiko gehen. Wir haben ja noch, ja, knappe 20 Stunden vor uns. So, hier an der Busstop. Jetzt gibt er schon Gas, schön dranbleiben. Und vielleicht gut aus La Source hier rauskommt, gut durch Eau Rouge und dann vielleicht am Ende der Geraden den Angriff setzen. Schon mal zumindest nichts verloren. Jetzt gut durch Eau Rouge durchkommen, da lupft dann ein kleines bisschen, das ist soweit in Ordnung. Ah, das sieht gut aus, was Marc hier macht. Schön dranbleiben und dann wird sich hoffentlich bald die Chance ergeben. Marc ist sehr zurückhaltend, zu Recht natürlich. Wir fahren ja ein Langstreckenrennen, das ist nicht hier 20 Minuten Megan Trophy, sondern wir fahren ja ein 24-Stunden-Rennen mit den GT3-Rennern. Gut durchgekommen, aber Ulip macht es ihm hier auch nicht leicht. Man hat es im ersten Stint bei mir gesehen. Ich war relativ langsam unterwegs aufgrund Reifenprobleme, beziehungsweise halt durch die Verzögerungen beim Start. Dass andere Leute halt um einiges nach mir in die Box gekommen sind, hatten die dann frischere Reifen als ich. Aber es war den Leuten doch nicht ganz so einfach gemacht, an mir vorbeizukommen. Die Strecke ist sehr schwierig zum Überholen, gerade das Infield sehr kurvig, da hat man wenig Chancen, wie man hier sieht. Marc ist schon um einiges schneller als Nenad, würde ich hier behaupten. Wenn er dann vorbeikommt, würde ich sagen, kann er sich ganz gut absetzen. Aber drankommen ist das eine, vorbeikommen das andere. So, vielleicht klappt es jetzt hier noch durch die Vollgaspassage durch, auf dem Weg vor zur Busstop-Schikane. Das sieht gut aus. Da bleibt er schön dran. Jetzt wird er bestimmt wieder lupfen. Ja, das macht er richtig. Nicht zu viel Risiko hier eingehen. Die Dirty Air jetzt direkt im Windschatten und dann durch
Vollgas durch Blanchimard, das ist doch ja ganz schön hastig. Da muss man einiges an Risiko gehen. Es ist machbar, aber es ist ein unnötiges Risiko. Hier weit rausgekommen, das macht aber erstmal nichts. Wenn jetzt Lennart seinen Rhythmus findet, kann man da auch schon schön zusammenarbeiten und sagen, komm, wir greifen uns gegenseitig nicht an, sondern wir sehen zu, dass wir an die Gruppe vor uns herankommen. Aber ja, da muss man jetzt gucken, wie weit Lennart halt da gewollt ist, da mitzuspielen. Wir können ja nicht mit Fahrern von anderen Teams sprechen. Schön wäre eigentlich, wenn Marc vorbeikommt. Oh, da kommt er aufs Gras. Das war ungeschickt. Aber saugt sich da im Windschatten ran, wenn er vielleicht jetzt ausschert, später bremst. Ja, das macht er. Und geht vorbei. Jetzt die Linie schön halten. So, gucken wir mal, ob wir fix noch eine andere Kamera finden. Jetzt bin ja ein Fan von Onboard-Kameras. Jetzt können wir vielleicht mal gucken, inwiefern es möglich ist, hier für Marc sich abzusetzen. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Er setzt da schon einige Wagenlängen dazwischen. Ja, das soll es dann auch von meiner Seite erstmal gewesen sein. Ihr könnt weiterhin den Stream gucken. Das Rennen geht noch bis 11 Uhr am Sonntag. Und ja, zwischendrin wird es auf meiner Facebook-Seite immer mal wieder Infos geben, wie wir gerade dastehen, wer am Steuer sitzt und. Ja, den Livestream könnt ihr auch verfolgen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, dann drückt uns weiterhin die Daumen und ja, viel Spaß noch.